Transformers war 2007 der Überraschungsblockbuster des Jahres und da musste ein Sequel natürlich schnell her, das 2 Jahre später in den Kinos anlief mit dem Namen Transformers: Die Rache. 2 Jahre nach Teil 1 kämpfen die Autobots unter Führung von Optimus Prime zusammen mit den Menschen gegen die restlichen Decepticons. Sam Witwicky trennt sich von seinem Weggefährten Bumblebee und geht auf das College. Doch seit er einen letzten Splitter des Allsparks berührt, hat sich ein Teil des Wissens der Transformers-Mythologie auf ihn übertragen. Michaela, an meinem Shirt ist ein Splitter von dem Würfel hängen geblieben. An diesem Wissen sind auch die Decepticons sehr interessiert, allen voran ihr Anführer Fallen, der droht, die gesamte Menschheit auszulöschen. Im Vergleich zu Teil 1 ist der Plot von Transformers: Die Rache noch ein ganzes Ende platter, allerdings geht der Film noch eine knappe halbe Stunde länger. Das lässt sich mit 3 Sachen erklären. Erstens Charaktere. Transformers: Die Rache leidet unter den vielen unnötigen Figuren, allen voran Ramon Rodriguez als Sams Mitbewohner und die beiden Autobot-Zwillinge. Diese Figuren sind nur aus einem Grund in dem Film: Comedy Relief. Und zwar von der schrecklichsten Sorte. Die sind echt extrem nervig, diese Figuren. Paco, der Taco-Mann ist wieder da. Haare wie so ein Kressetopf. Sieh dir das an. Zu, Mann. Ich hatte vorhin eine kleine Panikattacke. Weil du eine Pussy bist. Dann sind noch Sams Eltern und John Turturro wieder dabei, die genauso wie die anderen Figuren nur für ein paar schlechte Gags da sind. Wahrscheinlich dachte man sich, hey, die waren im ersten Teil dabei. Lass sie uns wieder in den zweiten Teil mit einbauen. Leider macht es echt nur null Sinn für die Story. Die Comedy-Einlagen sind wie gesagt meist echt furchtbar und bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Shia LaBeouf und Megan Fox kehren auch hier wieder als Sam Witwicky und Michaela zurück, die an sich ihre Sache ganz ordentlich machen, nur leider haben die beiden überhaupt keine Chemie mehr auf der Leinwand und wirken als Paar einfach recht unglaubwürdig. Megan Fox verkommt hier erbarmungslos zum Eye-Candy. Zweitens, die Transformers-Mythologie. Ja, der Zuschauer bekommt hier tiefere Einblicke in die Mythologie der Transformers-Geschichte und das hat mir am Film echt am besten gefallen. So erfährt man zum Beispiel, wie die Transformers überhaupt entstehen, wie es zu dem Schisma Decepticons Autobots kam und warum die Erde für die Transformers so wichtig ist. Megatron hat gesagt, es gibt noch eine weitere Energon-Quelle. Auf der Erde? Auf der Erde, ja. Eine weitere Quelle? Genau, dass diese Symbole in meinem Kopf, diese Karten ihn dorthin führen können. Manchmal wirkt einiges zwar arg an den Haaren herbeigezogen, aber in diesem Fall hat es für mich funktioniert. Drittens, und wahrscheinlich auch der entscheidende Teil, die Action. Der erste Teil von Transformers hatte tolle Action-Szenen. Ungelogen. Aber in dem zweiten Teil kommt locker doppelt so viel davon vor. Und das war einfach zu viel. Ohne groß zu übertreiben kann ich sagen, dass keine 10 Minuten ohne Action vergehen. Das Schlimme daran, oft waren die Action-Einlagen einfach unnötig und wirkten echt wie Füllmaterial. Anderes Problem daran war, dass die Action extrem aufgeblasen war und dass der Film einfach zu einer sinnlosen Zerstörungsorgie verkommen ist. Was ich damit sagen will, der Film fängt an mit einer Szene, in der halb Shanghai zerstört wird, macht weiter mit der Zerstörung von Sams Zuhause, seines Colleges, eines Waldes, mehreren Flugzeugträgern, Paris und endet mit dem Abriss einer ganzen Pyramide und das war zu viel. Das war einfach zu viel. Das macht am Ende einfach keinen Spaß mehr. Und so war es einfach nur noch anstrengend. Auch wenn die Action an sich gut gemacht ist und die Special Effects natürlich Bombe sind. Manchmal ist weniger halt mehr. Vor allem ist es in der Hinsicht dann auch irgendwie merkwürdig, dass sich die Transformers in den letzten 20 Minuten in Ägypten auf die Schnauze hauen, der Showdown zwischen Optimus Prime und Fallen im Gegensatz dazu aber gerade mal 1 Minute dauert. Womit der Film natürlich wieder punkten kann, ist der tolle Score von Steve Jablonski und Linkin Park. Ja, die Einzel-DVD zu Transformers: Die Rache kommt hier in so einem schicken Pappschuber daher mit Prägedruck. Wenn man das mal hier so sieht, kann man das schon sehen. Das FSK-Logo ist leider aufgedruckt und war nicht ablösbar. Sehr schade, das Cover glänzt auch so ein wenig. Die Spiegelung wird hier ein wenig deutlich. Im Pappschuber hat man den Film allerdings nur bekommen gleich nach dem Verkaufsstart und ist jetzt in der ganz normalen Einzel-DVD nur noch zu kaufen. So sieht das Ding dann von hinten aus. Holen wir das Ding mal raus. So, hier ist einmal das Frontcover und das Backcover mit Megatron und Starscream.
Von innen sieht das ganze Ding so aus. Hier wieder die Einzel-DVD, sehr schlicht gehalten. Und hier so ein paar kleine Werbebeilagen. Ein Innencover haben wir auch zum Film. Das sieht dann so aus. Ja. Der Film hat eine Laufzeit von 144 Minuten, geht also relativ lang. Und Extras haben wir hier soweit aber leider nicht mit drauf. Im Fazit: Transformers die Rache hat von allem zu viel außer Handlung. Und so widersprüchlich das jetzt auch klingen mag, man kann mit dem Film durchaus seinen Spaß haben, wenn man absolut actiongeil ist und den furchtbaren Humor ausblenden kann. Doch auch mit zwei Augen zugedrückt bleibt Transformers die Rache vor allem platt und gefühllos. Und mehr als 5,5 Sterne sind da einfach nicht drin. Das war's von mir, euer Mutant gesagt, und in der nächsten Kritik sehen wir uns dann bei Transformers 3. Ciao!